heute den ersten Platz im Weitsprung belegt. Ich bin mega happy, ich freue mich wirklich, meine Familie ist mit hier. Ja, richtig cool heute der Tag. Sowas könnte man richtig oft machen. Ja, genau. Viele junge Leichtathletinnen und Leichtathleten hatten schon lange darauf gewartet. Am vergangenen Sonntag, am 20. Januar, war es endlich soweit und es gab die 24. Auflage des Wintersportfestes, organisiert vom SV BVB 49. Ich bin Ben Ballfuß, ich bin vom SV Preußen Berlin und ja, der 800-Meter-Lauf ist meine Lieblingsdisziplin und den habe ich hier auch gerade gewonnen. 460 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich im Sportforum Hohenschönhausen. Sie traten in den Disziplinen Sprint, Weitsprung, Hürdenlauf, 800 Meter sowie der 4x200 Meter Staffel gegeneinander an. Hallo, ich bin Amelie. Ich trainiere in dem Verein SGM von Niederbarnim. Dort macht es mir sehr viel Spaß zu trainieren und ich freue mich, dass ich heute im Weitsprung Erster geworden bin und 4,35 Meter gesprungen bin. Und damit übertraf sie die Zweitplatzierte um unglaubliche 42 Zentimeter. Eine unglaubliche, eine großartige Leistung und damit eine verdiente Goldmedaille. So, das 24. Wintersportfest vom SV BVB 49 und LRC Berlin als Stadtgemeinschaft. Ein fast neuer Teilnehmerrekord mit 460 Kindern aus Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und sogar Startern und Gästen aus Tschechien, aus Brünn und Prag. Ich bin eben ganz knapp an einer Bronzemedaille vorbeigerutscht, aber ich glaube, wir drei, wir können heute noch was packen und wir greifen jetzt nochmal auf die Medaillen an. Ja, das machen wir. Ich bin auch der Meinung. Dass nicht jeder eine Medaille bekommen kann, ist klar. Beim Wintersportfest hatten die Teilnehmer trotzdem einen super Tag voller Spiel, Spaß und Sport. Ich bin mega happy, dass ich hier den ersten Platz belegt habe und bin auch stolz auf mich, dass ich das hier erreichen konnte und dass ich hier teilnehmen durfte. Ein voller Erfolg wieder einmal, doch nun müssen die jungen Sportlerinnen und Sportler warten, bis es im nächsten Jahr die 25. Jubiläumsauflage des Wintersportfestes geben wird.